Aber hier sieht es jetzt mal zum ersten Mal hübsch aus. Hätte ich schon gar nicht mehr erwartet von der Stadt. Neuer Sportwagen. Luxusausführung. Und hier findest du mal kaum einen, der nicht am Fußballspielen ist. Ne? Und frag mich, wie es hier riecht. Reise mal wieder normal. Brasilianische Momente. Ein Eimer voller Oktoberfest-Spatenbier. Riesenfressrestaurant. Und dazu läuft Windsurfen. Nee, was ist das? Wakeboarden. Surfen mit Hunden. Wasserpaddeln. Irgendwo im Zentrum, mal so die ersten schönen Gebäude, die ich hier sehe. Bin jetzt gar nicht bewusst hier, sondern nur umsteigen von einem Bus in der Metro. Aber hier sieht es jetzt mal zum ersten Mal hübsch aus. Hätte ich schon gar nicht mehr erwartet von der Stadt. Die Kathedrale hier ist gigantisch, die geht so 6 Kilometer in die Richtung. 23.30 Uhr nachts und die haben hier lautstarke Bauarbeiten. Samstagsabends, Mitternacht und die lernen hier rum, ey. Unglaublich. Tja, jetzt bin ich 10 Tage in Sao Paulo und muss sagen, habe die Schönheit der Stadt noch immer nicht so wirklich gefunden. Hier mit den ganzen Hochhäusern. Ne? Ich bin woanders. Auch lieber dort. Es ist nicht schön und es gibt auch nichts so wirklich, was man hier erleben könnte, wo man großartig hingehen könnte. Bin also aktuell aus Business konzentriert, habe hier im Airbnb ja so eine unwahrscheinlich hübsche Lounge, also mein Raucherbereich. Was ich aber echt loben muss, solange ich schon in Hotels und Airbnbs lebe, habe ich selten so einen guten Zimmerservice gesehen wie hier. Die haben hier gerade mal durchgewiedert, zeige ich auch gerne mal. Also ja, Gefängnisatmosphäre ist normal in Südamerika, das haben die alle. Und die haben sich jetzt hier gerade richtig Mühe gegeben, mein Chaos beseitigt. Ja, so lebe ich dann hier. Eigene Dusche, eigenes Bad, das ist mir das Wichtigste. Ersatzdecke, weil es hier auch mal kalt werden kann in Brasilien. Fernseher benutze ich nicht, großes Bett ist mir auch wichtig. Und wo ich total begeistert bin, die haben mir sogar neuen Kaffee gebracht. Ne? Den habe ich nämlich leer getrunken. Den haben die jetzt hier nochmal aufgefüllt. Bin ganz happy, dass ich kochen kann. Das tue ich sehr gerne. Ja. Veggie Curry. Und Töpfe haben sie gespült. Wäre eigentlich gar nicht deren Aufgabe gewesen, aber ja. Super Service. Neuer Sportwagen. Luxusausführung. So sieht's dann aus, wenn du in der Großstadt wohnst, ne? Standesgemäße Karre für die Rückfahrt. Ach, das war ein Kindergeburtstag. Ja, genau, 10 Jahre, steht auch drauf. Hätte ich mir jetzt auch einen ganz anderen Kontext vorstellen können. Sag mal, habe ich was verpasst? Ist ja schon der nächste. Jetzt ist es der 9. Jahrestag, gerade war es der 10. Fünf-Star-Limousinen. Ja, wenn noch einer von euch einen Job braucht hier, Geld im Ausland verdienen, einfach mal so einen Limo-Service aufmachen. Ist bestimmt ganz wenig Startkapital notwendig. Überall hier die Trinkkokosnüsse. Die essen die ja nicht mal. Da hat sich die Kokosnuss umfüllen lassen in eine Plastikflasche. Ach je, das scheint der Standard zu sein, dass die das umfüllen in Plastik. Also, geht doch. Es ist nur unüblich. Das waren jetzt so in etwa 2 Euro.
Aber alles andere, da trinken die hier mit Flaschen. Tropisch. Und genau daran merkst du, dass du in einer Fußballnation bist. Was machen in Deutschland die Leute im Park, wenn die mal einen Samstag frei haben? Liegen rum und grillen. Und hier findest du mal kaum einen, der nicht am Fußballspielen ist. Ne? So hat das auch gereicht. So, wenn ich richtig verstanden habe, ist das der größte Park Südamerikas. Irgendwie genauso groß wie der Central Park, was mir überhaupt nichts sagt. Also ich nicht einschätzen kann. Der Kontrast ist schon spannend. Von dem Grünzeug hier, Natur, Viecher und dann die Hochhäuser im Hintergrund. Wuhu, das hat funktioniert. Also von der Größe her komme ich mir ein bisschen vor wie Charlie Chaplin. Das passt überhaupt nicht. Ist echt gut was los, aber haben wir ja auch Samstag am langen Wochenende. Hier macht die örtliche Samba-Schule ein bisschen Training. Und da hinten hin, da will ich. Jetzt zeige ich euch mal was Trauriges in Sao Paulo. Einen Nicht-Obdachlosen. Das ist ein selbstgebautes Haus. Mit Einkaufskorb. Hm? Und frag mich, wie es hier riecht. Die Schönheit der Stadt habe ich wirklich nicht gefunden. Sicherlich wird viel geboten. Viel Menschen, viel Verkehr. Viel Lärm, aber viel Schönes habe ich nicht gesehen. Gastronomisch scheint Sao Paulo mir besser zu sein als vieles andere, was ich gesehen habe. Tja, ansonsten war ich eigentlich ganz froh, dass ich da nun auch wieder weg bin. Sao Paulo, woanders ist es auch scheiße.